So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Euro Truck Simulator. Von Let's Play Euro Truck Simulator. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir sind jetzt hier in, wo sind wir denn? In Amsterdam. Wir fahren mal nach Transinet rüber. Holen uns dann den nächsten Auftrag ab. Es ist ja ganz schön schlechtes Wetter heute. Es war es vorhin im Euro Truck Simulator auch. Also als ich gerade eben den alten aufgenommen habe, da war auch permanent schlechtes Wetter. Na gut. So. Mal schauen, was denn hier für Aufträge gibt. So, also, wir sind hier in Amsterdam. Wir fahren, wo fahren wir denn hin? Wir können nach München fahren, wir können nach Berlin oder nach Warschau fahren. Die kann ich noch nicht fahren, aber ich habe jetzt 38.000. Das heißt, ich könnte mir jetzt eine neue ADR-Lizenz leisten. Und ich denke, das werde ich auch machen. Dann kriegen wir für diesen Auftrag 17.000. Oder für diesen Auftrag würden wir 9.000 bekommen. Ich würde aber sagen, wir fahren wieder die Stammstrecke rüber nach Warschau. Diesel bekommen dafür natürlich schön viel Geld. Und los geht's. Da sieht man ja gar nichts, wo das ist. Warte mal, wo ist denn mein... da muss ich hier mit M mal die Karte wegmachen. Das finde ich ein bisschen schade hier vom Euro Truck Simulator. Ich muss da mal schauen, vielleicht gibt es für den Simulator ein Patch, dass man... dass quasi die Karte unten ist und oben eben dann der Spiegel. Vielleicht gibt es dann Patch dafür, weiß ich nicht, müssen wir mal schauen. Werde ich mir mal aufschreiben müssen. Weil das ist nämlich schon ein wenig nervig, wenn dann hier die Karte ist und da kein rechter Außenspiegel. Ist ja heute mal überhaupt nichts los auf der Straße. Aber ich glaube, in den letzten 2, 3 Folgen oder sowas hat es auch schon die ganze Zeit geregnet. Also jetzt wird es mal Zeit, dass der Regen mal wieder aufhört. Obwohl ich ja an sich schon gerne im Regen fahre, aber irgendwann nervt er mich halt. Irgendwann nervt er mich halt schon etwas. Frankfurt, Berlin. Ne, wir müssen nach Berlin. Genau. Ah, siehst du, es hört auf zu regnen. Ja, sehr schön. Perfekt.
muss ich gleich mal nachschauen. Habe ich denn hier schon die neue Musik reingetan? Ja, aber es ist nur die Epic-Musik. Also noch keine 80er oder so Dingens. Nee. Bloß hier Epic-Musik. Schauen wir mal. Haben wir denn hier was einigermaßen Schönes? Nehmen wir mal die hier. Fast ein bisschen zu leise, meine ich. Na komm, zieh an, LKW. Was ist los mit dir? Na komm, zieh an. Mei, was ist denn los mit der Kiste? Ich glaube, sie ist doch ein bisschen zu laut, oder? Was meint ihr? So. Ja, ich denke, so ist okay. Also Sprit brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch keinen. Das ist schon mal klar. Vielleicht gibt es das aber auch als Mod, dass man die Karte meinetwegen nach unten schieben kann oder dass halt dann die Karte einfach unten ist. Und oben dann das Ding angezeigt wird, das Spiegel. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich finde es halt einfach schön. Ich meine, ich hätte natürlich auch den German Truck Simulator spielen können. Gar keine Frage. Im German Truck Simulator habe ich sogar noch mehr Zeit verbracht als im Euro Truck Simulator. Aber German Truck Simulator kann man halt einfach nur Deutschland fahren. Und im Euro Truck Simulator kann man halt trotzdem wieder das gesamte Europa fahren. Und der Euro Truck Simulator ist halt wirklich der Simulator, der die ganze Euro Truck Simulator Serie ins Rollen gebracht hat. Euro Truck Simulator, German Truck Simulator, Austrian Truck Simulator, Euro Truck Simulator 2 und das Ganze. Gut, ich meine, 18 Wheels of Steel kam natürlich vorher und hat damit eigentlich den Grundstein gelegt. Aber der Euro Truck Simulator, das war dann, würde ich mal sagen, so der Boost, der Neuanfang, weil ich glaube, von 2004 bis 2008 gab es ja nichts. Da ist kein neuer Truck-Simulator rausgekommen. Und da hat halt dann einfach der Euro-Truck-Simulator, genau, UK-Truck-Simulator gab es ja dann auch noch. UK-Truck-Simulator und den Euro-Truck-Simulator Gold Edition mit England damit dazu, wie es jetzt hier zum Beispiel ist. Es fängt schon wieder zum Regnen an. Ich schmeiße den Regen aus dem Fenster. Und deshalb fahre ich halt auch gerne hier im Euro-Truck-Simulator, in dem alten. Und da gehört halt das dann auch dazu, dass man halt nicht gleichzeitig die Karte und den rechten Außenspiegel anzeigen kann, wobei ich das natürlich schön finden würde. Und drum möchte ich mal hergehen und mal nach einem Update schauen, ob man da nicht das vielleicht trotzdem so machen kann. Weil im German Truck Simulator, da war es ja dann so, dass unten die Karte war und oben der Spiegel.
Was ich auch nicht verstehe, ist, dass er hier im Musikplayer dann einfach die Musik abschneidet und nicht fertig abspielt. Das wundert mich ziemlich. Jetzt dürfte man schon bald wieder an Berlin sein, oder? Ja, sind wir bald schon wieder in Berlin drüben. Das sind echt keine weiten Strecken hier, oder? Die gehen recht schnell. Aber die sind dann... Mit der Zeit sind sie natürlich immer besser geworden. Und ich muss sagen, jetzt der Eurotruck Simulator 2 und auch der American Truck Simulator, ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesen Simulatoren nochmal was kommt. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht. Aber so wie aktuell die Entwicklung ausschaut, glaube ich, dass die diese beiden Simulatoren immer weiterentwickeln werden und kein neues, keine komplette Neuauflage mehr herausbringen, sondern ich glaube, die werden es einfach immer weiter verbessern, mit immer weiteren DLCs machen, so lange, bis halt dann vielleicht einfach die Engine nichts mehr hergibt und die dann das Spiel komplett neu aufsetzen. Aber bis es soweit ist, würde ich persönlich jetzt einfach mal aus reinem Gefühl sagen, ist es noch ein ziemlich langer Weg und wir werden noch sehr viele Stunden Spaß haben mit Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator, so lange, bis da dann was Neues kommt, wenn überhaupt was Neues kommt. Nee, ich könnte eigentlich gleich auf der mittleren Spur bleiben. Aber hier ist eine Tankstelle. Nein, da drüben ist eine Tankstelle. Kann ich dann hinter Berlin auch mal zum Tanken fahren? Vor der Grenze. Ja, da ist dann gleich die Grenze. Kann ich dann vor der Grenze nochmal schnell zum Tanken fahren? Wobei eigentlich noch genügend drin wäre. Aber ich meine, hier ist sowieso überhaupt nichts los auf der Autobahn, also kann ich ruhig ein bisschen auf der mittleren Spur bleiben. Ganz anders als im Eurotruck Simulator 2 oder in der Realität. In der Realität, da ist ja hier die Hölle los. Nicht immer, aber oft. Gerade zur Stoßzeit. Aber gut, vielleicht ist jetzt auch einfach weniger los, weil jetzt Nacht ist. Kann natürlich auch sein. So gesehen ist ja mein Nachtfahrt ganz entspannend, oder ich will nicht sagen entspannend, aber nicht so anstrengend.
Aber ich will mir darüber auch kein Urteil erlauben, weil ich einfach selber kein LKW-Fahrer bin. Und ich muss sagen, als Autofahrer, wenn ich in der Nacht fahre oder wenn es dunkel ist, es ist schon was anderes als ein helles. So. Ist jetzt die Handbremse drin? Nee, jetzt ist er drin. So. Jetzt machen wir hier nochmal ein kleines bisschen leiser. Ich werde bald was zu essen, recht? Also nach dieser Folge werde ich mal einen Happen essen. Doch etwas zu laut, oder? Ja, so. Obwohl der Soundtrack ja ganz schön ist, aber ein bisschen laut ist er halt trotzdem. Und etwas schade ist natürlich, dass ich hier den Ding noch nicht direkt gleich lauter und leiser stellen kann während der Fahrt. Das Lied ist jetzt Tenzing Simon 2, oder? Könnte man bestimmt gut auch für eine neue Filmmontage verwenden. Uhr 53, jawohl. Das ist okay. Das ist okay. Aber ein bisschen mehr Leistung würde dem LKW schon nicht wäre schon nicht schlecht, würde ihm schon nicht schaden. Mal eine Werkstatt aufsuchen, mal ein bisschen aufrüsten den LKW.
tanken brauchen wir jetzt noch nicht. Da hinten ist Euro Agres, das könnte man ja dann eigentlich nach Prag rüberfahren. Aber ich glaube, Prag habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Aber es wäre mal interessant, mal auf der Landstraße zu fahren. Obwohl ich das ja eigentlich gar nicht mag. Aber gut, dann zuckeln wir halt mal mit 50 dahin. Die Musik ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal, wo es geradeaus weitergeht, ob jetzt links oder rechts. Wir sind gespannt. John, dürfen wir nur noch 50 fahren? Geil. Da wären wir. Kann ich da eigentlich aus dem Fenster schauen? Nein. Geht hier noch nicht. Na, dann probieren wir es so. Ja, sehr schön. 17.190 und null beschädigte Fracht. So. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer. So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.